Jetzt zeige ich euch, wie ich einen Sita Turbo ganz einfach mit Logbook Doku warte. Ich wähle mir das Produkt aus dem Produktkatalog aus, mache ein Foto vom Zustand, wähle mir die produktspezifischen Fragen aus. Okay, ich muss die Schraubverbindung mit einem Drehmoment nachziehen, stelle den entsprechenden Drehmoment ein, ziehe die Verbindung nach. Mache ein Foto vom Zustand und von den Details und gebe das Produkt wieder frei.